Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Karte auf dem Marsch. Wir werden jetzt hier ein bisschen Holz einsammeln. Und wahrscheinlich noch ein bisschen fällen. Nach Möglichkeit. Wenn wir was brauchen würden. Und wir brauchen noch ein bisschen was fürs Sägewerk. Wieder hinten auf, das ist ungünstig. Na gut, dann ist es tragisch. Ja, tragisch ist schon, weil er wieder abkippt. Ja. Dann müssen wir die Position ändern. Aber erstmal abladen. Wir haben ja Tränke. Reinfahren will ich nicht. Müssen wir B, O, ändern wir die Lade von der anderen Seite aufladen. Und dann müssen wir ganz kurz gucken, wie wir es ändern können. Und zwar Noropad 0 oder was ist das hier? Pad Stern. Ach so. Gut. Machen wir ab. Ah, Y. So geht in Wasser rein. Und vorne, wie es schön ist. Und den einen auch noch. Tja, wenn er nicht will, will er nicht, ne? Ja, jetzt. Gut. Zwar nicht perfekt, aber immerhin. Muss ja nicht perfekt sein. Wer hat hier nicht gefräst? Kommt man nicht gut durch. So, die anderen beiden hier gleich mitnehmen. Aber anscheinend nicht will. Ah, er will doch, er will doch. Wollten sie nicht verfräst werden, also na gut. Ja, Vogeline, sing mal ein Lied. Und drei Stück. Große. Kleine, nicht so dramatisch. Steht ein Baum mittendrin. Wenn mal kurz die Seite ändern und na, ganz voll wieder nicht. Aber das macht nichts. Wir müssen noch ein bisschen arbeiten und absägen. Ah, schön groß. So. Ein paar Bäume haben wir noch. Irgendwann werden wir auch welche pflanzen, sobald wir hier einen Platz haben. Beziehungsweise kaufen wir einen neuen Wald. Es dauert ja 7 Jahre, bis die Bäume groß sind. Und das ist schon relativ schnell, ne? Im Vergleich mit normal Lebensalter, ne? Normalerweise
Öste. Wieder zwei Hühner. Die Kleine gleich mitnehmen. Lohnt sich zwar nicht, aber. Aber wir brauchen Holz. Und kaufen bringt ja nichts. Ne? Also man könnte auch Bäume kaufen für Sägewerk. Kein Thema. Wäre auch möglich. Aber das ist ja dann nicht so ein Zweck dabei, ne? Dann nehmen wir von vornherein in Anführungszeichen nur Manager, wenn wir das kaufen sollen. Ein bisschen was tun wollen wir auch, ne? Für 3:45 waren wir. Um 4 angefangen, bis 3:45. Wir werden in Zukunft mehr Winterholz machen. Das machen wir ein bisschen nebenbei, weil wir nichts zu tun haben. Aber der Hauptsinn der Sache ist, dass wir im Winterholz machen. Wir haben im Frühjahr so einiges zu kaufen, wenn der Preis passt. Und der beste Preis kriegt man immer dann, wenn es schon ziemlich lange im Lager ist. Das heißt, die Ernte wird nicht kommen, also gibt kein frisches, sondern halt älteren. Weil die Preise gibt es gut zu, gut lagerfähig, geht schon. Die Brücke wollten wir auch mal in Angriff nehmen, aber gut. Das dauert noch ein bisschen. Müssen wir mal ein bisschen Geld verdienen. Das heißt, die Rinderproduktion muss laufen. Das heißt, wir müssen Kälber kriegen. Wir müssen Schweine kriegen für die Schweine. Dass wir Tiere verkaufen können, beziehungsweise Milch und Tiere. Und Dampfer muss auch laufen, dass wir entsprechend unsere Produkte entsprechend kaufen können. Mal sehen, die Brauerei vielleicht noch kaufen, aufstellen, wenn wir unser Bier herstellen können, dann selbst erzeugten Getreide, Weizen und Gerste. Aber schon lange hin. Bisschen die Wiesen bearbeiten, vielleicht noch eine Wiese kaufen, eine große. Sollen wir einen Dreierhahn arbeiten und lehnen. So. Oh, die Luftkammerstufe gestiegen, das ist 3 Grad, Wahnsinn. Das für Mitte Frühling, das ist schon mal Bolas, das könnte durchaus mal vorkommen. Das ist auch bis im Mai sehr kühl. Aber es kann auch April schon sehr warm sein. Ne? Also das ist nicht so genau. Natur ist auch flexibel. Extrem ist, kann beides vorkommen. 30 Grad theoretisch, umgekehrt
könnte nach Mai nochmal leicht rausgehen. Ich wollte Eishaltige. So, müssten wir eigentlich einen anderen voll kriegen, ne? So, genau, ein Sägewerk, oh, läuft noch. Das Sägewerk man bedienen kann, oder arbeiten kann. So, mal schauen mal, vorne. Dann müssen wir noch kurz abladen. Dann gibt es ein. Ah, das habe ich verschoben. Oder schiebt sie automatisch nach hinten? Ja, soll ja nicht. Gut, abladen. Epsilon. Gehen wir durcheinander. Ein anderes Fahrzeug haben wir mit X. So. Dann können wir im Stehen aufladen, damit es ein bisschen mehr raufgeht. Gut. Mal kurz unterbrechen, damit die sich entsprechend legen können. Einer, wenn ich kreuz und quer fällt, ist blöd. Sieht gut aus. Okay, das reicht. So. Absichern und ab nach zum Sägewerk. Müssten wir eigentlich einen größeren Anhänger kaufen. Dann können wir zwei fuhren, also doppelt mitnehmen. Ah, da können wir mal später, im nächsten Jahr vielleicht, ein bisschen mehr Holz haben. Ah, da liegt noch ein Balken. Du Holz. Können wir im Helm fahren, sehen ein bisschen besser. Können wir links deaktivieren. 3-3. So. Kurve mal aufpassen. Und umfallen. Lauf auf der Seite. Kann aber auch an Anhänger gelegen haben, jetzt entsprechend erschienen sind. Wackelig. Gewicht haben wir jetzt drauf, 17 Tonnen. Zeigt er an. Gesamtgewicht. So. Ja, Molkerei, ich komme noch nicht vorbei. Das dauert noch ein bisschen. Oh, so eine alte Hecke. Ah, das passt schon so. Hecke aus 17er, da ist die Grafik ein bisschen normal, man nicht so schön von der Auflösung ist. Da sind wir wieder. Ein bisschen dichter ranfahren, dass er gleich reinrollt. So, da sind wir. Können wir ablenken, wahrscheinlich nur auf rechts gehen und dann abladen. Hopp, hopp, hopp. Können wir gleich mal gucken. Schön, wie von Zauberhand.
Jo. Füllstand. Aber Paletten reichen noch nicht. So, dann haben wir nächstes Flügel holen. Fahren wir eine Ehrenrunde oder fahren wir hier? Wenden wir mal auf den Kreis. Ach, zu sich quälen, ne? Um die Hütte rum. Ja, hier kann noch einiges hin, ne? Also Brauerei, Mühle, eine Brauerei wollte ich da original Platz mitbringen. Auch nicht so viel auf einen Haufen bringen, weil könnte ein bisschen performance-lastig sein. Aber gut. Also Holzverarbeitung wollte ich noch einzeln stellen. Für Pellets. Ja. Das andere sehen wir weiter, wenn es weit ist. Ich habe noch keinen Plan. Nur wenn wir Geld haben. Also Unkraut wächst schon mal, ne? Ich habe Mais. Na, der ist auch so. Empfindlich, sag mal so. Oh, ein bisschen Holz aufladen heute. Dann haben wir heute auch geschafft. Nächstes Mal habe ich Frühschicht. Das heißt, da kann ich Freitag schon entsprechend ein bisschen vorbereiten. Dann ist ein bisschen mehr Luft. So, den gleich den vorne ersten nehmen, mitnehmen. Rechts sowieso. Ja. Aber wenn er nach hinten fällt, das macht ja nichts. Ja, das sind viele, viele, viele Baumstumpen noch, ne? Liegen wir gleich fest. Müssen wir Seite wechseln. Und links. Nur Aufnahmemodus, ne? Wenn man die Seite wechselt, muss man auch wieder aktivieren. Können wir gleich wieder ein bisschen fräsen, glaube ich. Warte mal, das lohnt sich noch nicht. Ah, oh, nee. Ups. So, und dann gleich den Rest. Vom Wald mit, ne? Naja, wir kriegen. Ich fange mal wieder an. Ein bisschen was zu tun haben, bitte. Na, ich will nicht schlafen legen, ne? Nicht geschlagen. Ist noch nicht so weit. Oh! Na doch! Dass wir angeschnallt sind, ne? War der geleased oder war der gekauft?
wirklich jetzt die Frage. Die verkehrte Anzeige, ich weiß nicht, wissen Sie. Garage. Er überliest. Macht nichts. Wie war da was? Ich war da gewesen. Cool, Show, das soll es für heute gewesen sein. Wir haben den Wald begonnen, wir hören den Wald auf. Ihr seid mal schön um den Winkel, ciao. Es hat mich gefreut, dass ihr alle reingefallen habt. Danke fürs Reinschauen. Danke fürs Liken. Ihr seid mal schön um den Winkel. Ciao. Bei dem uns morgen wieder. Tschüss.